gibt eine Menge Technik, die wir hier dabei haben. Es ist eine Back-to-Back-Show, das heißt, wir gehen morgens in die Halle rein, gehen abends aus der Halle raus und sind am nächsten Tag schon wieder in der nächsten Stadt. Wir haben eine Menge Kram dabei. In Summe fahren wir mit 5 Sattelzügen, die unser Material durch die Gegend bringen. Wir haben extrem viele Lampen, viele LED-Videowände dabei, ganz schön viele Lautsprecher. Eine recht große Crew. Wir sind in Summe eine Travel-Party von 92 Leuten, die wir dabei haben. Da ist Küche natürlich noch mit dabei und so weiter und so fort. Auch die Band. Aber es sind durchaus genügend Techniker dabei, sowohl Licht, Ton als auch Video. Auch die Regler haben wir dabei, damit das hier jeden Tag vernünftig rein, raus geht und das in einer vernünftigen Zeit, sodass die Leute auch noch ein bisschen schlafen können. Im Rigging die Herausforderung ist natürlich, dass wir es immer in die entsprechenden Hallen adaptieren müssen. Wir spielen natürlich nicht immer in der gleichen Halle, das heißt, wir spielen 38 Shows, glaube ich, 38 Shows müssten es sein, in Deutschland, Österreich und Schweiz, und natürlich ist nicht jede Halle gleich. Und das ist natürlich immer die Herausforderung, weil wir natürlich probieren, allen Gästen immer das gleiche Erlebnis zu bieten. Das heißt, dass wir natürlich immer gucken müssen, dass die Lampen und die LED-Wände möglichst an gleicher Stelle hängen, möglichst gleiche Trimmhöhe haben. Und da geht es schon los. Hallen wie hier in München haben natürlich eine wesentlich höhere Trimmhöhe als kleine Hallen, wo wir kaum hochkommen. Das heißt, die Rigger haben schon einiges zu tun, jeweils die Statik zu betrachten. Wir müssten teilweise extra Ground Supports mit reinmachen, weil wir nicht die gesamte Last in die Dächer einleiten dürfen oder können. Insofern haben die Jungs schon was zu tun. Wir sind knapp bei 85 mit Ton, mit Delaylines, knapp bei fast 100 Hängepunkten, die wir haben, die wir ins Dach einbringen müssen. Wie gesagt, das ist nicht ganz ohne und erfordert auch ein bisschen Planung. Klar, der Traversenkreis, den wir natürlich mit uns haben, ist sicherlich der Eyecatcher von dem Ganzen, dient hauptsächlich zur Video, zur Live-Video-Darstellung von Andreas, damit ihn auch jeder sehen kann. Ist nicht ganz typisch, hat man früher mal gesehen, Kreise, habe ich persönlich schon länger nicht mehr gesehen, haben wir im Sommerdesign dabei gehabt, fanden wir so gut, dass wir gesagt haben, hey, packen wir wieder mit ein, nehmen wir mit in die Hallentour, wo wir es einfach das Sommerdesign ein bisschen kleiner gezogen haben, weil wir natürlich andere Lasten, andere Geschwindigkeit haben müssen, um es hier reinzukriegen. Ist eines der wenigen Komponenten, die wir wirklich jeden Tag neu auf- und abbauen müssen. Das andere sind halt so Containertraversen oder Dollies und sonstiges, wo es einfach schneller geht. Den müssen wir leider wirklich jeden Tag neu zerpflücken und wieder morgens zusammenbauen, abends wieder auseinanderbauen. Das macht uns nicht unbedingt schnell, aber dafür sieht er super aus und wir finden echt schick. Ich finde dieses Spiel zwischen alt und neu ganz gut, modern. Wir haben wirklich überlegt, wo machen wir hin, wo laufen wir hin. Wir haben uns da gut auf unsere Designer verlassen, die haben echt einen guten Job gemacht, haben uns schöne Konzepte präsentiert. Wir haben uns das alles überlegt mit Andreas zusammen. Finde es echt gelungen, finde es richtig schön. Der Steg ist in dieser Halle ein bisschen kürzer als in manch anderer Halle. Das hängt ganz einfach davon ab, was sind die Kapazitäten, die wir reinlassen dürfen. Es gibt, wie gesagt, Deutschland, Österreich, Schweiz, es gibt Versammlungsstättenverordnungen und sonstiges, an die wir uns natürlich halten müssen. Also wir dürfen nicht so viele Leute reinmachen, wie wir zwingen wollten, sondern was der Gesetzgeber uns vorgibt. Andreas hätte gern einen 100-Meters-Steg, wenn es ihm nach ihm gehen würde, einmal quer durch die Halle. Das können wir ihm leider nicht überall geben, sondern wir müssen gucken, wie lange dürfen wir, was kriegen wir rein, damit die Leute noch schlüssig in die Halle reinkommen oder rauskommen. Licht, Ton und videomäßig brauchen wir uns von nichts und niemandem verstecken, was die Produktion angeht. Wir haben wirklich amtliches Zeug dabei, super Crews dabei. Das Team bei so einer Tour ist eigentlich wirklich das A und O. Wir sind jetzt in Summe 2,5 Monate zusammen. Wenn man sich hier nicht versteht oder hier keinen Spaß miteinander hat, dann wird's zäh. Wir sind mit vielen Leuten jetzt schon wirklich fast 10 Jahre zusammen, die dabei sind. Das macht das Ganze wirklich entspannt, locker. Jeder weiß, wie er wen zu nehmen hat und weiß immer, wenn er einen schlechten Tag hat. Dann lassen wir ihn heute mal in Ruhe. Das Zusammenspiel ist wirklich super. Hier hilft auch wirklich noch jeder jedem. Nicht dieses klassische, wir trennen Licht, Ton, Video auf und ich packe keine Kette an und sonstiges. Nein, so ist es hier wirklich nicht. Ich weiß, sagen alle Produktionsleiter, aber mir ist es wirklich anders. Hier hilft wirklich jeder jedem. Und es wird dann das Bier, das Feierabendbier getrunken, wenn die Traktüren zu sind. Und das betrifft eigentlich alle. Andreas ist ganz wichtig, dass wir ein lustiges Team sind, dass wir Spaß bei der Arbeit haben. Und wir gucken auch, dass wir ein super Catering dabei haben, wirklich vernünftige Nightliner dabei haben, dass wirklich auch das Team und die Crew Spaß bei der Arbeit hat. Zusammen betreuen wir seit 8 Jahren die Andreas Gabalier Produktionen. als Designer für die Bühne, für das Video und für das Lichtdesign. Ich darf immer bei der Pre-Production meine Kreativität ausspielen und Miley macht auch den Operator-Job auf der Tour und darf dann quasi pro Show das Lichtdesign in unserem Sinne weiterführen. Von dem er aber dann nichts mehr weiß. Ja, genau, von dem ich nichts mehr weiß. Nee, mittlerweile verstehen wir uns so gut, dass das einfach so eine unglaublich schöne Vertrauensbasis ist und das macht es eigentlich aus. Zur Produktion, Andreas Gabalier muss man jetzt nicht sonderlich vorstellen, denke ich mir. Wir durften von der ersten Tournee an im kleinen Rahmen mit Band bis hin zu den Stadionshows alles bis jetzt machen, wofür wir sehr dankbar sind. Und ja, das findet man ganz gut, oder? Grundsätzlich ist dieses Hallentournee-Design jetzt basierend auf dem Design von München Olympiastadion 2018. Dort gab es auch Türme, die aus Leia gebaut wurden und mit Video verkleidet waren. Mittlerweile ist es in der Halle einfach so, dass diese Türme eindimensional sind. Ja? Also wir haben einfach LED-Flächen angebracht, die die Hinterseite der Bühne abschließen. Warum das ganze Design? Wir wollten für den Künstler ein 180-Grad-Design machen, weil für Andreas ganz, ganz wichtig ist, das Publikum zu spüren. Wir haben versucht, diese Struktur einer normalen Bühne einfach damit zu brechen. Ja? Was gibt es zu sagen? Ein normales Podest für die Musiker, für Schlagzeug, Lampen rundherum schön positioniert, die ganzen Beamlampen in Viererpaketen gehangen, um einen Oldschool Rock'n'Roll-Look damit erzeugen zu können. Der Kreis in der Mitte als wirkliches Pendant zu den Türmen. Ja? Einfach, dass man mal was Neues hat, dass man so Effekte, die man eher eigentlich von vielen anderen Künstlern auch kennt, ja, auch einfach einbringen kann und einfach unglaublich kreatives Element, wofür wir eigentlich sehr, sehr dankbar sind, ja, dass das so zustande gekommen ist. Wir haben uns halt, wie der Finke schon erwähnt hat, mit den Vierer-Paketen, mit den Beamlights, wollten wir diesen Oldschool ACL-Look eigentlich nachbauen. Das ist uns ganz gut gelungen und wir haben da auch richtig kann man auch richtig mal auf die 12 da mal Licht machen, was wir bei den Nummern da auch brauchen. Aber das Geile ist, ja, dass es heutzutage Beamlights gibt, die so ein Hybrid-Ding sind. Ja, den kann man auch einen total geilen Break-Up-Gobo-Look zusammen basteln, wo man dann halt auch für den ruhigen Momenten, die einmal sehen wir uns wieder und die ganzen Nummern, auch eine schöne Tiefe reinbringen kann in das Ganze, ohne jetzt irgendwie da mal ein Laserschwert durch die Halle schießen zu müssen. War uns sehr wichtig, einfach mit dem Content und den Videowellenden einfach eine Tiefe zu erzeugen, ja, das irrsinnige Ruhe ausstrahlt, ja, von der Bühne runter, weil irgendwie mit den Jahren haben wir einfach gelernt, die Wünsche des Künstlers zu lesen und erfüllt sie dann in so einer schönen Umhüllung aus Licht und Video einfach für seine Lieder wohl. Und die Reaktion des Publikums gibt uns immer wieder einfach recht, ja, weil das ist ja das Schöne beim Designen, ja, dass man eigentlich unterbewusst das Publikum leiten kann. Ja. Stimmung erzeugen und Stimmung, die vom Künstler schon da ist, einfach unterstützt und von unten einfach pusht, dass es noch intensiver fürs Erlebte des Publikums wird. Ja, die ursprüngliche Idee kommt ja aus dem Open Air, aus dem Münchenstadion 2018 und es war aber halt in München schwierig, da wir halt, wann haben wir gespielt? Im Juni oder Juli, da ist halt lang hell, ne? Also es war irgendwie bis 21:30 Uhr konnte man halt nicht so extreme Kontraste schaffen, weil halt einfach die Tageslichtsituation da ist, was wir hier in der Halle eben nochmal versucht haben zu verstärken, weil wir wirklich eine komplett dunkle Halle haben, wo man mit dem Videocontent und mit den Lampen besser arbeiten kann. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, wir haben dann sehr viel auch mit Videomasken gearbeitet, um diese Türme nicht immer als Türme darzustellen. Ja. Man wird sehen, einfach geometrische Formen sind ja sehr interessant. Wir haben einen Kreis, wir haben Quadrate, Rechtecke und und. Und wir haben trotzdem versucht, die mit den Masken einfach noch zusätzliche Veränderungen der Bühne zu haben. Und das, glaube ich, hat man gut hinbekommen im Teamwork. Und da kann man gut stolz sein drauf. Ich möchte euch hier mal einen kurzen Überblick über das ganze Setup geben. Das zentrale Element ist eigentlich der Kreis. Den haben wir bestückt mit 16 Pointies und ein paar X5 Strobes. In der Mitte haben wir eine LED-Fläche mit 8 mm, um wirklich auch Andreas und die Musiker zentral hier am ganzen Bühnenset in Szene zu setzen, damit es auch fürs Publikum besser sichtbar ist und man richtig hier so von den traditionellen rechteckigen Videowänden, die seitlich sind, mal wegzukommen. Wir haben die ganzen Videowände nach hinten gezogen, wie ihr sehen könnt, um einfach das ganze Bühnenset, die ganze Einsicht auf fast 180 Grad zu kriegen, um mal hier eben nicht diesen Guckkasten-Look zu haben, was man normalerweise immer auf den Konzerten hat. Die Wände haben wir trotzdem aber aufgebrochen, damit wir da eben nicht so eine durchgehende Wand haben, und haben auch die Falllinie der LED-Wände so gewählt, dass das alles Richtung Kreis hin und der Kreis quasi hier drin zentral dann das ganze Set sozusagen abrundet, na, mit der Rundung. Zusätzlich haben wir oben drüber 32 Mega Pointies, die über jeder Wand in 4er-Batterien hängen. Da wollten wir ein bisschen so auf Oldschool ACL machen. Da ist halt immer so ein 4er-Look mit Beamlights und so, ist halt einfach immer ein Klassiker und kriegt eine super Tiefe hin. Mega Pointe deshalb, weil sie halt einfach durch diese Hybridfunktion, die sie haben, dass sie einen extrem scharfen, hellen Beam machen können, aber auch einen richtig schönen Spot-Look mit einem Break-Up-Go einfach ideal ist für das, was wir hier bei Andreas brauchen, um von den Rocking-Nummern auch in den Balladen eine stimmige Lichtsituation zu schaffen. Oben im Dach haben wir eigentlich fast exklusiv einen High-End-Rig. Was mir persönlich sehr gefällt, weil es von der Nachhaltigkeit her auch total klasse ist, weil jede Lampe, die im Dach ist, sei es jetzt der Solar Wash 2000 oder der Solar Spot 1500 oder auch die Shapeshifter, ist alles LED-basiert, und wir haben keine Gasentladungslampen mehr, die hier irgendwie, auch wenn sie Blackout sind, Strom fressen. Ist natürlich auch für die Produktionskosten extrem cool und auch für die Wärmeentwicklung, also ist total geil. Also, bin wirklich voll begeistert mit dem Thinky, dass wir die ganzen Lampen gekriegt haben. Weiters ist auch sehr wichtig für Andreas die Publikumstraverse, weil er immer sehr, sehr intensiv mit dem Publikum arbeitet, und um ihn auch, wollen wir fast sagen, so ein Fernsehstudio oder Fernsehsendungslook zu geben. Die Publikumstraverse haben wir uns entschieden wegen dem Gewicht, dass wir A12 nehmen von GB Lighting, und haben auch noch für die Popnummern und die Hula Paloo und die Hallihallo-Nummer haben wir auch die Shapeshifter noch da oben reingehängt, eben wegen der Nachhaltigkeit. Also ist auch komplett LED, die Traverse, auch total geil. Knackige Rot-Grün-Blautöne, satte Farben, genau das Richtige für so eine Party hier. Wir haben hier vorne eben, um das Ganze zu den Videowänden mit den Mega Pointy nochmal quasi einen Schlussstrich zu ziehen oder einen Unterstrich zu ziehen, 4er-Batterien Pointe gestellt, die das ganze Bild einfach nach vorne noch ein bisschen erweitern, und eben auch, worauf Thinky sehr steht, gefällt mir auch sehr gut, sind die 5x5 Matrixen von Brightec, sind einfach ein zusätzlicher Blinder-Effekt, immer klasse, man kann auch Wörter reinschreiben, Zahlen reinschreiben, alles was man braucht. Am Boden haben wir hinten nochmal Shapeshifter, und die stehen hier, um ein knackiges Hinterlicht von unten für die Band zu haben. Haben hier hinten auch nochmal die High-End Hexlampen, haben wir freundlicherweise von Preworks gesponsert gekriegt. Wir haben hier hinterm Schlagzeug noch eine 3x3 Batterie, also 9 von den Brightec 5x5 RGB Matrix hingestellt, um auch hinterm Schlagzeug mal ein richtig ein Brett rauszukriegen, aber halt nicht nur in dem klassischen Blinder-Look, in diesem CTO, sondern auch in RGB und allen anderen Wischfarben, die man halt mit den RGBs noch rausbekommt. Wie ihr erkennen könnt, hier im Hintergrund haben wir unser FOH-System, ist eine Hawk 4 mit einem Faderwing dabei. Wir haben auch, das könnt ihr jetzt nicht sehen, da noch eine Backup-Konsole stehen für den Fall der Fälle. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn es jetzt manche nicht glauben werden, aber mir ist bei keiner Gabalier-Show jemals das Pult abgestürzt. Also wirklich, ich klopfe auf Holz, ich habe das Backup nie gebraucht. Also ja, wir beide arbeiten eigentlich hauptsächlich auf Hog 4, das ist einfach, oder eigentlich Hawk, ne? Also er ist ja auch, Finky kommt ja auch von der 2, ich ja auch, dann über die 3 und dann zu 4. Und das ist einfach das Pult, auf dem wir uns am wohlsten fühlen. Also es, ja, es kann jetzt alles, was wir brauchen und noch viel mehr. Es läuft wirklich stabil, also die Jungs haben das wirklich hingekriegt und ja, gibt es eigentlich nicht mehr viel darüber zu sagen. Es läuft, es macht Spaß damit zu arbeiten. Ja, wir haben ja hier bei Andreas, ist ja komplette Liveband, die spielen da wirklich komplett live durch und somit haben wir auch keine Chance auf Timecode, weil hin und wieder spielen sie mal ein Refrain dazu oder hinten was nach oder ein Zwischenteil der Bridges mal ein bisschen länger, weil Andreas mit dem Publikum arbeiten möchte. Somit ist eigentlich eine Timecode-Show von vornherein, eigentlich seit wir es machen, seit den 8 Jahren, eigentlich immer, nee, können wir nicht. Das einzige Intro läuft auf Timecode wegen im Video, aber dann mit dem Auftrittsknall ist dann alles, sagen wir mal, handgedrückt. Also jeder Pling, jeder Pläng kommt dann irgendwie mit den Füßchen, mit der Nase oder mit den Fingern. Also ich persönlich mag ja keinen Timecode, weil ich drücke ja selber für mein Leben gern und ich, ja, das ist einfach, Timecode ist da und da, genauso bei ihm. Man muss sich halt mit dem Künstler auseinandersetzen, muss sich auf den Künstler einlassen, ja, und die Lieder halt einfach lernen. Das ist ja auch der Job eines Operators und ich glaube nicht, dass jetzt beim Herrn Kollegen Mayler irgendwer merken würde, ob es ein Timecode wäre oder ob es er drückt, weil, also tiefe Hochachtung, Herr Mayler, wie immer, man muss wirklich sagen, als Kollege, ich liebe ihn sehr, weil es ist immer schwierig, etwas, was man selber designt hat, abzugeben, ja, muss ich ja machen, aber ich habe nicht einmal einen Moment schlechtes Gefühl dabei, weil einfach, ich könnte mir keinen besseren vorstellen als Operator. Ich bin Stefan Kainz, ich mache den FOH-Ton bei Andreas Gabalier auf dieser Hallentour 2018. Ich bin eigentlich relativ seit Anbeginn seiner Karriere mit ihm unterwegs, habe zuvor das Monitoring für ihn gemacht und bin seit 2 Jahren nun auf die FOH-Position gewechselt. Das Programm, das wir heuer auf der Hallentour spielen, unterscheidet sich zum Sommerprogramm eben in, dass es Partystimmung gibt und dass es auch ruhige Momente gibt. Also er versucht, das Publikum sowohl anzuheizen als auch wieder runterzuholen, was recht gut funktioniert, was technisch natürlich etwas eine Herausforderung ist, weil es lautstärketechnisch krasse Unterschiede gibt. Um die leisen Passagen nicht zu leise wirken zu lassen und die lauten Passagen nicht zu laut wirken zu lassen, da ist man dann zwischendurch doch recht gefordert. Die lauten Songs sind auch wirklich laut, sind sehr gitarrenlastig eigentlich. Wir haben 3 Gitarristen auf der Bühne, die auch alle Amps spielen, nicht zu leise. Wir haben ein großes Drumset, da kommt natürlich relativ viel Bühnenlärm zusammen. Deswegen verwenden wir bei den Vocals auch Optogates, vor allem in der ersten Reihe, wo die vor den Gitarren-Amps stehen, und es funktioniert eigentlich recht gut. Wir haben 2 S6-Systeme, die passiv gesplittet sind, beide voll belegt, also 64 Kanäle von der Bühne. Klassischer Gitarrenverstärker mit SM57 mikrofoniert. Das Hauptproblem, Hauptproblem kann man nicht sagen, aber das Wesentliche, worauf wir sehr großen Wert legen, ist eben die Sprachverständlichkeit. Da haben wir dann ein paar, also versuche ich immer über Sidechain-Kompression auch die Gitarren in den Griff zu bekommen, dass die Sprachverständlichkeit trotzdem gegeben ist und er eigentlich immer über der Band steht. Ich bin eigentlich sehr Avid-affin. Mir gefällt die Struktur, mir gefällt der Aufbau, mir gefällt die Automation und der Sound ist natürlich hervorragend. Bietet alle Möglichkeiten, die man sich so wünscht, für meine persönliche Meinung eigentlich ist Andreas Gabalier seit Anbeginn mit Avid unterwegs. Ja, man entwickelt dann im Laufe der Zeit seinen Workflow. Für meine Gruppenspuren habe ich noch ein UAD Live-Rack mit dabei, das mir mehr den Sound macht. Ich sehe die pultinternen Effekte mehr als das Werkzeug und den Sound mache ich eben über das UAD-Rack. Ich habe alles in Subgruppen anliegen, ja, es läuft eigentlich kein Channel direkt auf die Summe, sondern alles über Gruppen. Der Basis-Sound ist eigentlich über das gesamte Konzert gegeben. In den Snapshots passieren großteils Lautstärke- und Effektautomationen. Aber der Basissound bleibt bestehen. Ich finde das einfach homogener. Auf einer Arena-Tour braucht man natürlich ein großes PA-System. Wir sind hier mit L-Acoustics K2 unterwegs, mit K1SB und Caradown. Wir haben Outfield K2 und Caradown und geflogene KS28 im Cardio-Modus und unten ein Sub-Arc mit KS28. Es soll auch krachen, wenn es laut ist. Und da braucht man auch den Wumms. Wir haben allerdings auch recht junges Publikum bzw. Kinder in den ersten Reihen. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, möglichst viel Subenergie nach oben zu bekommen, um die ersten Reihen nicht zu stark zu belasten. Und das funktioniert ganz gut. Vor allem erzielt man mit den oben auch eine recht gute Richtwirkung nach hinten. Und es ist sehr ausgewogen. Es gibt natürlich lang nachhallende Hallen im Bassbereich, aber dadurch, dass wir die geflogenen Bässe im Cardio-Modus betreiben, haben wir recht wenig Reflexionen auch im Bassbereich von der Rückwand. Da können wir schon mal einiges ausschließen. An den großen Hallen, wo es erforderlich ist, hängen wir Cara als Delay. Um diese Ecken, wo Outfill auf Main hängen, Übergang ist, auch gut abzudecken. Eben wegen Sprachverständlichkeit, leise Moderationspassagen und eben in den ruhigen Akustik-Unplugged-Songs. Wir befinden uns hier Stage Left an einem unserer Amp-Dollies, wo wir die LA-Racks sehen, den P1-Controller, die Stromversorgung und als eine kleine Besonderheit dieser Produktion eine riesige USV, die uns im Falle eines Stromausfalls 1/3 der gesamten PA und des Nahfeldbereichs mit Strom versorgt. Das heißt, es könnte in ganz München sozusagen der Strom ausfallen. Eine halbe Stunde mit einem Mikrofon könnte man leicht überbrücken. Wir verwenden seit 2017 diese Exenstrecke von Shure mit einem Kopf von DPA, die De Facto-Kapsel. Die hat eine gute Höhenpräsenz und ist sehr gut für seine Sprachverständlichkeit, ist sehr förderlich. Ein bisschen Multiband-Kompression, ein bisschen Färbung und dann gibt es noch für diese Passagen, leisen Moderationspassagen, einen eigenen Kompressor, wo man eben die Stimme noch etwas hervorhebt. Es gibt ein wenig Zeitdruck in Back-to-Back-Shows auf der Tour. Da versucht man natürlich auch das Ganze etwas kompakter zu halten. Und UAD bietet mit diesem Live-Rack vieles an, das ich sonst auch analog als Output mitgenommen habe und somit finde ich soundmäßig nicht den wahnsinnig großen Unterschied und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir haben hier in dem unteren Rack einen Mac Mini verbaut, der das Recording übernimmt. Darüber eine Apollo für Messsituationen und Einlassmusik. Hier haben wir das UAD Live Rack mit einem Moto M64 Wandler, der mir das Signal von MADI optisch auf Coax wandelt, damit ich in die Engine-MADI-Karte komme. Das ist meine Summenkette mit einem Shaping EQ, würde ich es mal so nennen, und einem Summenkompressor. Man erinnert vielleicht einmal Attack- und Release-Zeiten in der Summenkompression für langsame und schnellere Songs, aber in der Basis bleibt das bestehen. Ich habe die Instrumentengruppen auf VCAs, spiele wie gesagt alles in meine 8 Stereogruppen, habe ein wenig Parallelkompression auf Schlagzeug und Vocals und ja, that's it. Wir haben auch monitorseitig eine S6 und splitten das genau analog auf die 2 Stage 64. Wir fahren auch, so wie auch am FOH, mit einem Avid S6L. Wir haben 64 Inputs am Start, wir haben recht viel Outputs. Wir verwenden alles In-Ears von Shure, PSM1000, haben wir 14 Strecken dabei und sonst eben Funkanlage auch alles Shure, Extern Digital und auch UR. Wir haben einfach das Shure Workbench haben wir hier, das habe ich eben gern eben für die Übersicht, wann Bodybags an- und ausgehen, Batterieanzeige ist immer cool und dann haben wir noch ein Pro Tools eigentlich immer live am Start, das ist halt immer sehr nützlich, einfach wir rekorden einfach jede Show und können dann auch x-beliebig Sachen noch auschecken oder wenn wir mal einen Musikerwechsel hatten, was wir jetzt einmal gemacht haben, konnten wir auch quasi virtuell quasi mit dem Live dann proben und so und das ist halt super, super förderlich. Wir haben zwei Ableton-Rechner hier noch am Start. Das eine ist ein Fallback-System. Wir haben die Pulte vor 2 Jahren bekommen und ich bin wirklich irrsinnig happy damit. Es lässt halt keine Wünsche offen, es klingt fantastisch. Man kann sich halt alles zurechtbauen, auflegen, wie man das möchte und man kann sich auch schöne Action-Button bauen und so und das habe ich auch hier gemacht. Also ich habe den Künstler quasi immer hier auf der Mittelkonsole anliegen. Also Andreas ein Mikrofon, die Band immer auf dem VCA quasi, was dann in seinen AUX-Bus geht. Dann habe ich hier noch Jelly-Geschichten, Effektgeschichten, also das liegt immer da, egal in welchen Layer, dass ich dann reingehe, das bleibt quasi immer hier liegen. Ne? Ansonsten mache ich eigentlich alles über Layouts, also ich verwende meistens 2 Layouts hier für die ganze Bandgeschichte, Chorgeschichten hier, Instrumental, Layer 2, Schlagzeug eben und dann noch Ambiente, Mikrofone und so ein Zeug. Andreas, also auf seiner Stimme passiert processingmäßig eigentlich sehr, sehr wenig. Es gibt halt hier, ich habe nur einen Kompressor oben, der halt wirklich die starken Signale abfängt und ein Dynamik-EQ habe ich noch drinnen, um eben die Stimme ein bisschen weicher zu kriegen. Ansonsten passiert eigentlich gar nichts, das läuft gerade durch. Ich mache generell sehr wenig Processing, also hauptsächlich nur ein bisschen filtern, leicht Spitzen komprimieren und das war es auch schon, damit es schön offen klingt eigentlich. Also ich bin kein Freund von starker Kompression. Ja, hier mal unser In-Ear-Buffet, nenne ich das immer. Ja, wir haben hier eigentlich immer 18 Bodybags aufliegen. Wir haben, wie schon gesagt, 14 Strecken, 2 Reihen mit Musikern. Dann haben wir noch Pyro, Produktion, Backliner und alles drauf. Die hören dann auch alles mit. Wir haben eine eigene Partyline auch eingerichtet, dass die eben auch, dass wir auch während der Show quasi uns unterhalten können, wenn mal was ist oder was nicht eingeschaltet ist oder irgendwas mal kaputt geht, was Gott sei Dank noch nicht passiert ist. Wir befinden uns jetzt hier auf der Bühne, sehen unsere Gitarren-Cabinets, klassische SM57 Mikrofonierung. Da weiß man einfach, was man hat. Gitarristen mit ihren Pedalboards. An der Akustikgitarre gibt es einen Camper, um die Levels der unterschiedlichen Gitarren gleich anzugleichen. Wir haben 3 Gitarristen auf der Bühne, die alle sowohl Akustikgitarre als auch E-Gitarre spielen. An dem Mikrofon, in dieser Position, sehen wir zum Beispiel dieses Optogate, das uns den Bühnenlärm etwas reduziert. Das ist die Variante mit 16 dB Dämpfung, die fürs In-Ear ganz gut funktioniert, weil es nicht ganz geschlossen ist, also nicht ganz gated, sondern eben nur 16 dB dämpft. Matze, da er in der Mitte steht, damit nicht zu viel Bühnenlärm auf das Mikrofon Andreas kommt, hat eine Power Soak zwischen Amp und Cabinet. Hier ganz klassisch SM57 einmal, außer der Jörg, wie wir vorher gesehen haben, der spielt einen wirklichen Stereo-Sound. Alle anderen Gitarristen haben einfach Mono. Ja, mit 3 Gitarristen ist es sonst, wird es auch einfach zu viel, alle 3 Stereo zu haben. Der Gitarrenverstärker von Andreas, der spielt ja auch E-Gitarre, Akustikgitarre. Wir haben Kickdrum zweimal mikrofoniert, einmal mit Beta 91 innen, Beta 52 außen. Snare-Top mit MD421. Bottom SM57, an den Toms Sennheiser 904, An der Hi-Hat haben wir vielleicht eine etwas speziellere Positionierung, da wir so bestmöglich die Snares aus dem Hi-Hat-Mikro ausblenden können. Das ist ein Shure KS137 und für die Overheads-Audio-Technica AT4050 Großmembran-Kondenser und an den Gongtoms innen geklebt Beta 91. Das ist ein Yamaha Stage Piano, über das kommt hauptsächlich der Piano-Sound. Am Nord, alle anderen werden über einen Line-Mixer herunter reduziert auf 2 Kanäle, das heißt wir haben insgesamt 4 Piano-Keyboard-Kanäle. Das Akkordeon, das der Keyboarder auch benutzt, ist mikrofoniert mit einem DPA 4099 auf einem UR1 Bodypack. Da kommen wir zu unserem Leadgitarristen Alan. Auch ein klassisch Engel-Amp SM57. Und auch hier ein Optogates, das ist die Variante aus, also minus 40 dB Dämpfung. Alan spürt den Amp ganz gern, das heißt die Lautstärke ist da vor allem in den Solo-Parts auch recht hoch. Ich bin Chris Hohnstein, ich bin eigentlich Kameramann, nur heute hier am Ascender. Ich bin Florian Schnaus, bin als Videotechniker hier und mache die FOH-Kamera. Wir haben 11 LED-Wände mit insgesamt 164 bis 180 SB8-Panels von Let It Go. Contentmäßig wird relativ viel von der Lichtregie eingespielt und darüber werden unsere Kamerabilder gelegt. Wir fahren alles mit dem Main-Signal und mit dem heißen Backup. Insgesamt sind hier, glaube ich, 8 Leute beschäftigt, genau, davon 3 Kameramänner und der Rest hier hinten an der Regie, an der Domecam, Blendenzieher und ein Systemler. Wir haben insgesamt 3 handbediente Kameras, haben 3 Marshall-Cams auf der Bühne und eine Domecam. Die Positionen werden dann teilweise fest eingestellt rausgegeben, dass dann halt, wenn der Gitarrist ein Solo gibt, wir den gleich rausgeben. Also hier sieht man jetzt, das ist der Domecam-Schnittplatz. Hier oben ist das Domecam-Bild, hier unten ist noch der Playback Pro. Nachher zur Show wird die Domecam hier vollflächig zu sehen sein, weil über den Playback Pro keine Werbung oder sonst was mehr kommt. Dann hier drüben ist der Ascender-Schnittplatz mit der Shotbox. Hier sieht man jetzt auch diese beiden Streifen, das ist eine von den 11 LED-Wänden, die wir haben. Hier in der Mitte wird später der Kreis zu sehen sein. Und hier sehen wir dann im Endeffekt, was wir auf welche LED-Wand rausgeben. Dann eins weiter, ist der eigentliche Schnittplatz von unserem Mischer. Und hier drüben ist der Blendenplatz, wo dann die Blenden gezogen werden, dass jedes Kamerabild ungefähr gleich hell ist. Jetzt zeigen wir mal den Arbeitsplatz von unserem Systemer. Hat hier unten 2 USV. Hier haben wir die komplette Stromverteilung drin. Wir haben den wunderschön beklebt im Lager. Wir machen da jeden Tag ein Stückchen weiter. Hatten eine gute Vorbereitungszeit. Überhaupt sind wir ein sehr, sehr gutes aufgestelltes Videoteam mit unseren 8 Technikern. Es ist der größte österreichische Exportartikel, tatsächlich. Also, und ja, dass wir so lange ein Vertrauen genießen vom Management, vom Künstler, ja, es ist einfach... Ja, ein großes Danke in diese Richtung, muss man einfach einmal sagen, ja, weil es ist nicht selbstverständlich. Ja. Unser Business ist wirklich eng und ja, hart umkämpft, dass das jetzt einfach so ist. Ich meine, wir bemühen uns auch immer, dass es gut wird. Auch noch was zum technischen Dienstleister der Media Resource Group. Also, über Jahre jetzt wirklich ein toller Partner, wo man einfach auch zusammen Wege beschritten hat, die bis jetzt hierher geführt haben, das wirklich gut und einfach fantastisch war. Ja. Es beruht alles auf so eine schöne Gegenseitigkeit, es ist immer lösungsorientiert, da gibt es nie irgendwie, nee, das geht nicht, so ablehnen, sondern das geht nicht. Im ersten Moment ist ja okay, wenn es danach eine Lösung gibt. Und die gab es bis jetzt tatsächlich immer. Und ja, Steffen, Micha, tolle Crew, muss man definitiv sagen. Danke. Ja, ich würde noch gern jemanden grüßen. Servus Mama, bin im Fernsehen.